All meine Chicas werden diesen Sommer hot aussehen, da gibt es keine zweite Meinung. Und was sieht einfach fucking geil aus? Clean Girl Aesthetics und man denkt immer, das ist unfassbar teuer, deswegen kommt jetzt die Version für Broke Bitches. Diese Augenpads sehen irgendwie so ranzig aus, ich kann es gar nicht sagen. Nummer 1 darüber habe ich auch mit Jana geredet und zwar sucht die Make-up-Marke, von der ihr kauft, weise aus. Und was feststeht, die geilste Marke für so Clean Girl Aesthetic Make-up ist einfach Charlotte Tilbury. Ich bin so in love mit der. Wenn ihr nicht zu viel Geld ausgeben wollt, dann holt euch auf jeden Fall eine Palette. Da ist dann Lidschatten, Bronzer, Highlighter, Rouge, alles. Tipp Nummer 2 ist wirklich mein Secret-Tipp, aber Freunde, trust me. Und zwar, ich bin auch keine Person, die Unmengen an Geld für Handtaschen und Designer-Pieces ausgibt, aber ihr könnt auch mit günstigerem Geld richtig geile Handtaschen bekommen. Und zwar müsst ihr euch einfach mal die Handtaschen von Guess anschauen. Ich zeige euch jetzt mal meine Everyday-Handtasche. Das ist meine Everyday-Handtasche, die ist von Guess und die hat so diesen Prada-Stil, aber ist kein Fake, weil Guess ist trotzdem eine Marke. Fall kosten diese Handtaschen wirklich unter 100 Euro und die sehen viel, viel teurer aus. Und die haben so richtig geile Dupes. Auch von diesen geilen, gehypten Dior-Handtaschen, die momentan jeder hat, gibt es sehr viele ähnliche Versionen. Nummer 3 von mir ist diese Bum Bum Cream, weil, Freunde, die hat so einen geilen Geruch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Diese Body Cream riecht einfach so sommerlich und schön und, Freunde, ihr tragt diesen Geruch wirklich den ganzen Tag auf der Haut. Also es ist quasi wie ein Parfüm. Und das ist jetzt meine zweite Packung und die erste Packung hat ein halbes Jahr mindestens gehalten, wenn nicht noch länger.